Der WSV möchte ein anderes Gesicht zeigen nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende beim SV Lippstadt. Und das Team möchte auch endlich mal hier am Aachener Tivoli besser aussehen. Beim WSV gibt es 4 Veränderungen im Vergleich zum 0:3 am letzten Wochenende. Unter anderem feiert Phil Britschow heute sein Startelfdebüt auf der Linksverteidigerposition. Und Gino Windmüller orientiert sich in der Offensive ein. Das sind hier die Highlights bei WSV TV vom 24. Spieltag. Aachen gegen den WSV. Jorben Uphoff, 1:0 Auswärtssieg hier am Tivoli. Sag mal, wie anstrengend war dieser Nachmittag mit einer Nachspielzeit von über 10 Minuten heute? Ja, und den 80 oder 75 Minuten Unterzahl. Ne? Es war schon, war schon ein sehr, sehr spezielles Spiel und sehr, sehr anstrengend. Aber ich denke, wenn du so ein Spiel 1:0 gewinnst, dann hast du viel richtig gemacht. Und dann tut dir einfach dieser Sieg noch ein bisschen besser als sonst. Du hast es angesprochen, in Unterzahl 75 Minuten, nach 15 Minuten der Platzverweis für Peter Schmetz. Wie hast du diese Szene gesehen? Ja, ein bisschen strittig, weil ich finde, Peter stellt sich in den Dienst der Mannschaft, zieht ihn. Aber ich glaube, der Schiri hat gedacht, dass ich noch eingreifen kann. Das war auch mein Empfinden und dann hat ihn der Linienrichter umgestimmt. Und deswegen, ich würde es mir vielleicht nochmal angucken, aber so aus der Sicht, aus meiner ersten Sicht hätte ich gesagt, Gelb war eigentlich gerechtfertigt.
Also ganz viel Kraft, ganz viel Willen und Leidenschaft heute auf dem Platz. Es war auf jeden Fall eine anstrengende Partie. Du hast es gesagt, in der Schlussphase auch ganz, ganz viele Gelegenheiten für Aachen. Trotzdem stand die WSV-Abwehr. Wie viele Steine sind beim Abpfiff dann von deinem und euren Herzen gefallen? Alle. Also der Abpfiff war einfach erlösend. Wir waren alle mausetot. Ich muss jedem hier ein Kompliment aussprechen, wie er gearbeitet hat. Egal ob Ennis vorne oder Geiter links oder wir hinten drin in der Abwehr. Es war einfach so charakterlich und vom Einsatz her überragend. Noch mehr als ein Arbeitssieg, muss man sagen. Das wäre deutlich untertrieben, so ein Arbeitssieg heute. Jetzt kommt eine schwarz-gelbe Woche, kann man sagen. Heute Aachen, nächste Woche geht es dann gegen Dortmund zu Hause weiter. Was nimmt die Truppe von heute mit? Ich glaube, dass jetzt dass es eine moralische Geschichte war und dass die Mannschaft jetzt davon profitieren kann. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Schwung mit. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir in die Waagschale werfen müssen. Wir müssen eklig sein. Das ist das, was uns ausmacht. Und dann müssen wir den einen oder anderen Konter fahren. Vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz und Entlastung sorgen. Aber so denke ich, das ist der Ansatz, den wir jetzt fahren müssen für die nächsten Wochen. Kjörben Opor, vielen Dank. Gerne. Unser Cheftrainer ist bei uns, Adrian Alipur. 1:0 Auswärtssieg hier am Tivoli bei Alemannia Aachen. Ich habe dich häufiger gefragt, was dein Puls macht. Ich glaube, selten hat es so gut gepasst wie heute Nachmittag. Ja, also wenn man einfach sieht, also wie das Spiel halt auch gelaufen ist, wir mussten von der ersten Minute an kämpferisch komplett alles abrufen. Und wenn du dann nach 15 Minuten nur noch mit 10 Mann spielst, dann denkst du dann natürlich auch erstmal, oh ja, aber die Jungs haben gekämpft wie die Irren, sind durch eine super Standard von Mike Hühnel dann auch noch in Führung gegangen durch ein tolles Kopfballtor und ja, haben den knappen Vorsprung dann in die Halbzeit reingekämpft wie die Irren, wirklich wie die Irren, und haben es auch in der zweiten Halbzeit kämpferisch top gelöst. War natürlich in der zweiten Halbzeit ein paar brenzlige Situationen, die wir zu überstehen hatten, aber ich glaube, das ist auch normal. Aachen hat uns gut in die eigene Hälfte reingedrängt und wir haben dann ja nochmal 14 Minuten mit zwei Mann weniger gespielt und dass du das dann so über die Zeit rettest und siegst, das ist Mentalität pur, das ist einfach nur geil. Also wir halten fest, ein Tor für den WSV, einen Platzverweis, wir hatten eine Spielunterbrechung, wir hatten zwei Torwartwechsel. Auf beiden Seiten musste der Torwart heute gewechselt werden. Gibt es da auch eine erste Diagnose auch bei Sebastian Wickel? Sieht nicht gut aus. Verdacht auf Bänderriss. Bei Viktor Meier auch Verdacht auf Bänderriss im Knie. Was da jetzt genau ist, weiß ich nicht. Die Jungs müssen beide Montag ins MRT und ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, weil auch Schünemann wird ja auch Montag operiert an der Hand und so. Also jetzt wird es langsam etwas dunkler, was das Personelle angeht, aber mit so einer Mentalität mache ich mir keine Sorgen. Das war wahrscheinlich auch der Fußball, den du unbedingt sehen wolltest, mit ganz viel Kraft, mit ganz viel Willen, mit Leidenschaft und auch mit Kratzen, Beißen bis zum Ende. Das ist Fußball, so macht Fußball Spaß. So ein Sieg ist mir lieber als ein 5-0. Adrian, vielen Dank. Gerne.